Oh, die sind ja abgelaufen. Was machen wir jetzt damit? Meine auch. Hier, in das Waschbecken? Nee, auf keinen Fall. Mülleimer. Okay. Ja, herein. Guten Tag, Herr guten Tag. Ich bin die Frau Meier. Ah, Frau Meier, guten Tag. Wir haben telefoniert. Genau, hallo. Und zwar, ich habe mitbekommen, dass man die Medikamente und die Arzneimittel nicht in den Ausguss oder in die Toilette werfen sollte. Warum? Ja, genau, das ist richtig. Das ist nämlich echt ein Problem, weil die Arzneimittel kommen dann zwar über die Kanalisation zur Kläranlage, aber die Kläranlage kann das heutzutage noch nicht herausfiltern. Das heißt, diese ganzen Stoffe, Schmerzmittel, Hormone und alles, was wir so in unserem Haushalt haben, geht dann direkt über den Kläranlagenauslauf in unsere Gewässer und damit in die Umwelt. Und dort kann es die Fische und Kleinlebewesen und auch die Pflanzen dort schädigen. Und deswegen dürfen wir das nicht tun. Aber wissen Sie was, gehen wir doch mal zusammen auf eine Kläranlage und schauen uns das genau an, wie das dort funktioniert. Okay, super. So, Frau Meier, wir sind jetzt hier auf der Kläranlage in Donaueschingen und ich darf Ihnen den Herrn Bürgermeister Kaiser als Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes vorstellen. Und er kennt die Kläranlage schon seit vielen Jahren, war von Anfang an dabei und kann Ihnen so ein bisschen die Grundzüge erklären, was nämlich passiert, wenn Sie die Medikamentenstoffe ins Abwasser geben. Ja, herzlich willkommen hier auf dieser Kläranlage, eine der ganz großen Kläranlagen im Regierungsbezirk Freiburg. Und hier auch eine sehr wichtige Infrastruktur für 5 Gemeinden mit zusammen 25 Dörfern hier auf der Südbar. Wenn Sie mit Ihrem Medikament, das Sie in die Toilette schütten, hier sich die Vorstellung machen, was damit passiert, dann durchläuft auch dieses Medikament die ganzen Stufen der Kläranlage und kann nach derzeitigem Stand der Technik nicht behandelt werden. Das heißt, das Wasser wird mit den Medikamenten, mit den Stoffen, die diese Medikamente da ins Wasser geben, wieder auch durch die gesamte Kläranlage durchfließen und werden die Donau erreichen. Wir werden in der Zukunft eine 4. Stufe in dieser Kläranlage installieren, wo wir eben genau die Stoffe versuchen herauszufiltern, weil wir einfach merkt, dass es große Schäden annimmt, dass auch die Mengen immer größer werden. Gleichwohl bleibt auch dann, wenn wir das getan haben, die Bitte, nichts von solchen Stoffen in die Toilette oder in das Waschbecken. Ja. Wir können abschließend sagen, was der Herr Bürgermeister Kaiser gesagt hat, wir finden diese Stoffe schon in der Natur und deswegen ist es wirklich wichtig, alles, was man jetzt verhindern kann, nämlich das Einkippen der Stoffe. Manche Stoffe gehen ja über den menschlichen Körper ins Abwasser, das kann man nicht verhindern. Und was man verhindern kann, sollte man verhindern, auch wenn die 4. Reinigungsstufe gebaut ist. Und das wird auch noch einige Jahre dauern. Aber deswegen ist es ganz wichtig, dass wir diese Sachen dann einfach in den Rechten nehmen.